Sie haben eine Frage rund um die Immobilie. Sie benötigen eine rechtliche Auskunft. Der Rechtsanwalt und Notar Dr. Persicke steht Ihnen Rede und Antwort. Live jetzt bei uns im Studio. Nutzen Sie Ihre Chance und rufen Sie an. Ja, meine Damen und Herren, wie ich eingangs schon erwähnte, erreichen uns auch E-Mail-Anfragen zu rechtlichen Fragen. Und da hat uns Haupt aus Kaulsdorf geschrieben und gefragt, ob man nicht ein paar Ausführungen machen könnte über die sogenannte Spekulationssteuer bei Grundstückskäufen. Wie Sie wissen, hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass die Veräußerung von Grundstücken innerhalb von 10 Jahren zwischen Ankauf und Verkauf vom Prinzip der Veräußerungsgewinnsteuer unterliegen und als sogenannter Spekulationsgewinn die Differenz zwischen Einsatz und erreichten Kaufpreis versteuert wird. Diese Regelung beginnt zu wirken ab 1.2.1990, hat er wohl geschrieben, und wirkt rückwirkend. Das heißt, der Gesetzgeber hat ab 1.1.1999 festgelegt, dass eine steuerliche Bewertung des Veräußerungsgewinns rückwirkend erfolgen kann. Das heißt, vom Prinzip her ist das wohl verfassungsrechtlich gedeckt, rückwirkende Gesetze in diesen Fällen zu tätigen. Gleichwohl ist ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig, die gegen diese Vorschrift klagt. Und zwar deshalb, weil die ursprüngliche Veräußerungsfrist 2 Jahre betrug. Das heißt, es kann passieren, dass man einen Grundstückserwerb getätigt hat, die Veräußerung 2 Jahre später vorgenommen hat und obwohl die Veräußerungssteuerpflicht befristet war auf 2 Jahre, doch nochmal rückwirkend in Anspruch genommen werden kann. Diese Frage, wie gesagt, liegt beim Bundesverfassungsgericht und unser Leser fragte nach, ob hier tatsächlich schon neue Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dazu existiert. Leider muss ich Ihnen sagen, Haupt, das ist noch nicht der Fall. Wir haben nach wie vor noch die relativ offene Situation, die Steuerbescheide, die betreffs dieser Fälle erteilt sind, sind vorläufig. Sie bleiben im Moment auch vorläufig und wir müssen halt abwarten, bis das Bundesverfassungsgericht diesen Fall entschieden hat. Ich würde Ihnen darüber hinaus empfehlen, sich mit Ihrem Steuerberater nochmal in Verbindung zu setzen, um diesen Zustand, den Sie beanstanden, dass man so gewisse Unsicherheiten hat, nochmal zu ergreifen. Es ist möglich, eine Vorläufigkeit in eine Endgültigkeit umzuwandeln mit Antrag, aber das könnte theoretisch dazu führen, dass sie sich eher verschlechtern. Das kann man im Rahmen eines Internetforums sicher nicht besprechen. Dazu würde ich Ihnen raten, sich doch mal mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.